herzliches Willkommen an meine Gäste bei der Veranstaltung heute aus der Reihe Recht und Gerecht. Single Moms by Choice, freiwillig alleinerziehend, Fragezeichen, so wie auch bei dem Gerecht ein Fragezeichen ist. Und das ist eine Reihe, die ich, Janam Bayram, einzige direkt gewählte Abgeordnete der Grünen Bundestagsfraktion mit dem Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg und Prenzlauer Berg Ost in Berlin, veranstalte. In der Reihe Recht und Gerecht versuche ich halt, Perspektiven auf bestehende Gesetzessituationen und mögliche Veränderungen, die in der Regel aus der Lebenswirklichkeit heraus sich stellen. Deswegen ist eigentlich das Thema genau das Richtige für dieses Format, denn die Lebensrealität entspricht ja nicht der Situation von Familien, in denen Kinder zur Welt kommen, leben, aufwachsen, sondern die Lebenswirklichkeit ist viel, viel breiter, vielfältiger. Und freiwillig alleinerziehend, ich meine das Thema oder das Wort alleinerziehend, dazu gibt es Bücher noch und nöcher, ist in sich schon ein Wort, was wir vielleicht auch uns gemeinsam nochmal anschauen sollten. Wenn Sie über mich bei Wikipedia nachlesen, dann merken Sie ja auch, dass dort bei mir auch alleinerziehend steht. Ich will noch mal kurz darauf hinweisen, dass diese Veranstaltung aufgenommen wird und dann bei YouTube auf meinem Kanal eingestellt wird. Deswegen, wenn Sie das halt berücksichtigen, die meisten Teilnehmerinnen wissen das auch, die an der Veranstaltung teilnehmen. Also, ne, das ist jetzt mein Hinweis darauf, dass sie aufgenommen werden und dass wir eben auch wollen, wir haben das im Vorgespräch schon mal kurz angesprochen, dass diejenigen, die heute bei dem Gespräch nicht dabei sein können, weil sie vielleicht arbeiten müssen und weil sie sich um Kinder kümmern müssen, dass die das halt nachschauen können. Und das Hauptanliegen dieser Veranstaltung ist ja, dass wir das Thema diskutieren mit seinen verschiedenen Facetten, mit den Handlungsbedürfnissen und dass wir an dem Thema auch gemeinsam weiterarbeiten. Genau, jetzt hatte ich im Chat gelesen, dass ich auf die Aufnahme hinweisen soll. Habe ich gemacht. Die Veranstaltung wird aufgenommen und später dann bei YouTube reingestellt. Ja, dann begrüße ich jetzt ganz herzlich die Leute sozusagen, die ich mir dazu eingeladen habe, meine Gäste, mit denen ich das diskutieren möchte. Zuerst Marianne Burkhardt-Eulitz ist Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses und direkt gewählte Abgeordnete für den Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg II und ist Sprecherin für Familie und Bildung der Grünen-Fraktion im Berliner Parlament. Außerdem ist sie Rechtsanwältin mit dem Schwerpunkt Kinder-, Jugend- und Familienrecht sowie Verfahrensbeistand für Kinder bei Gericht. Und einige von Ihnen kennen Sie vielleicht auch schon. Dann möchte ich weiter vorstellen und ganz herzlich willkommen Theresa Richards, Juristin, arbeitet als Mitarbeiterin im Projekt Macht und Ohnmacht der Mutterschaft, die geschlechterdifferente Regulierung von Elternschaft im Recht. Ihre Legitimation und Kritik aus gendertheoretischer Sicht, das sogenannte MOM-Projekt der Uni Hildesheim und promoviert zur Verfassungsmäßigkeit des geltenden Abstammungsrechts im Hinblick auf Geschlecht. Als weitere Teilnehmerin der Diskussionsrunde begrüße ich ganz herzlich Katharina Horn, klinische Sozialarbeiterin, Kinderwunschberaterin und Single Mom by Choice, der vielleicht noch nicht allen so bekannte Begriff Single Mom by Choice bezeichnet Menschen,
die sich dazu entschieden haben, ohne Partner in ein Kind bekommen zu wollen und dieses auch alleine zu groß zu kriegen, sage ich mal, ganz untechnisch. Da ist Erziehung, Sorge, alles, was so, ich sag mal, das ganze Paket, was der Gesetzgeber denkt, was Eltern mit ihren Kindern so machen sollten. Ja, vor einiger Zeit war die Frau Horn bei mir in der Sprechstunde und im Friedrichshain und im Gespräch wurde mir klar, dass dieses Modell ein bisher noch nicht so erkanntes und noch nicht so gewürdigtes gesellschaftliches Modell ist. Und aus diesem Treffen entstand dann halt so die Idee, wollen wir nicht mal drüber reden, wollen wir uns nicht mal darüber austauschen und vernetzen. Das ist ja vielleicht auch ein Modell, das junge Mädchen und Frauen interessieren könnte. Das ist bisher noch nicht bei allen so bekannt und gerade in diesen ganzen Debatten um Rollback und alles, was wir hören, ist es ja halt interessant. Und ich werde auch manchmal gefragt, ja, Sie sind Mutter und haben Sie geheiratet? Und wenn ich dann sage, nein, dafür muss man gar nicht heiraten, dann sind die jungen Leute immer sehr erstaunt. Das ist wirklich interessant, wenn man da zu Schulen und zu Veranstaltungen geht, wo Kinder und Jugendliche dabei sind. Genau, das ist Sinn unserer Veranstaltung. Wir möchten dieses Familienmodell vorstellen und mit Ihnen, Expertinnen, darüber reden und die Herausforderungen des geltenden Rechtes benennen und letztlich natürlich auch in erster Linie Lösungen suchen, die eben ja, die das Ziel haben, die Single Moms zu stärken bei der Bewältigung der Aufgabe, der sie sich ja in aller Offenheit auch stellen. Und deswegen würde ich halt bitten, dass Sie, Frau Horn, mal in das Thema einführen und uns so ein bisschen erklären, was heißt das eigentlich, wie entscheidet man sich dazu. Vielleicht können Sie auch berichten, was es bedeutet, welche Herausforderungen sich Ihnen stellen. Ja, Sie haben jetzt das Wort. Bitte schön. Okay, vielen Dank. Ich werde noch eben eine Folie teilen, die ich vorbereitet habe, sofern mich der Rechner hier lässt, weil jetzt das Ding versperrt ist. Sekunde. So. So, können Sie alle den Bildschirm sehen? Fantastisch. Dann würde ich jetzt halt losstarten. Vorab nochmal, also vielen Dank für die Veranstaltung, für die Einladung und ein herzliches Hallo auch an die ganzen, zum Teil auch bekannten Gesichter, die ich dort gesehen habe. Ja, ich freue mich sehr, heute ein bisschen aus meinem Alltag erzählen zu können und die Überschrift, die ich gewählt habe, war ja auch die Überschrift der Veranstaltung. Was bedeutet es, freiwillig alleinerziehende Mutter zu sein? Und bevor ich losstarte, würde ich gerne ein bisschen von meinem Weg erzählen als Solomama. Und zwar war ich Mitte 30, hatte einen Kinderwunsch und bei mir hat so ein bisschen die, wie man so schön sagt, die biologische Uhr getickt. Meine Mutter war relativ früh in den Wechseljahren und ich wusste irgendwie, ich muss jetzt mal langsam anfangen. Begab mich also auf Partnersuche und war ganz schön überfordert damit, gleichzeitig einen Partner und auch einen potenziellen Vater zu suchen und ja, habe das irgendwann aufgegeben, weil das einfach im Laufe der Zeit, das hat für mich nicht gepasst, das hat mich einfach überfordert. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keinen Begriff für das, was wir heute Solomama, Solomutter oder Single Mom by Choice nennen. Ich hatte so eine Idee von diesen Frauen, die immer nach Dänemark fahren, aber habe das ganz schnell für mich verworfen, weil ich halt dachte, das ist finanziell viel zu aufwendig, ich kriege das logistisch auch gar nicht hin und hatte irgendwie noch so eine Idee, vielleicht könnte ich ja auch so das Modell der Co-Elternschaft wählen und vielleicht finde ich ja einen Partner, einen potenziellen Co-Vater oder ein schwules Paar, aber habe mich dann eben auch dagegen entschieden, weil ich halt gemerkt habe, nee, das passt nicht zu mir. Ich könnte mich nie im Leben für so eine Person entscheiden.
was muss man da alles durchdenken? Und ja, war dann ziemlich frustriert, da die Zeit weiter voranschritt. Und dann kam eine Freundin auf mich zu und sagte, ey, schau mal hier, meine Kinderwunschklinik, die behandelt auch Singles. Und ich so, was? Singles werden in Deutschland behandelt? Das glaube ich ja gar nicht. Bin also dahin und Tatsache sagte man mir dort, ich könne jetzt eine Behandlung starten. Ich müsste halt noch ein paar Anforderungen erfüllen. Es müssen Untersuchungen stattfinden. Vor allem muss ich aber eine Garantieperson benennen, die im Falle meines Todes unterhaltspflichtig für das Kind wird. Aber der Weg ist quasi offen und ich kann starten. Und ich konnte das dann gar nicht so richtig glauben. So begann quasi meine Reise. Ich fragte eine Freundin, ob sie für mich diese Garantieperson sein möchte. Die hat überraschend auch ganz schnell zugestimmt. Die ist selber im rechtlichen Bereich unterwegs. Und als ich später zum Notar ging, hieß es dann auch, naja, das hat vor Gericht sowieso nicht wirklich Bestand, dieses ganze Konstrukt. Also okay, ich suchte mir also einen Samenspender aus, auch wenn ich eine Samenbank gewählt hatte, die wirklich wenig Kriterien zur Auswahl stellt, war ich doch sehr damit überfordert. Also das ist kein leichter Schritt, sich da so jemanden auszusuchen. Und überraschenderweise, also mich hat es damals überrascht, wurde ich aber nach dem zweiten Versuch auch direkt schwanger. Und dann ging ich halt los, weil ich hatte irgendwie gedacht, also wenn, dauert das bestimmt noch ein bisschen länger. Und dass es so schnell klappt, das hat mich einfach überrascht. Und dann ging ich zur Kinderwunschärztin und fragte, aber gibt es denn auch andere Frauen, so wie mich? Und sie meinte zu mir, also es gibt ganz viele andere Frauen, das glauben sie gar nicht. Und ich so, super, wo sind die? Ja, das weiß ich nicht. Und ich so, gibt es da keine Gruppen? Kann man sich da nicht austauschen? Nee, das weiß ich nicht. Dazu hatte ich dann immer noch dieses Thema mit der Garantieperson, was mich halt ja einfach beunruhigt hat oder verunsichert und was ich gerne einfach gewusst hätte. Aber nirgendwo habe ich Informationen dazu gefunden. Also begann ich meine Tournee durch verschiedene Beratungsstellen Berlins. Und habe die Erfahrung gemacht, dass man mich überall wegschickte und sagte, du bist hier nicht richtig, also wir können dir hier nicht helfen. Mit diesem Thema kennen wir uns nicht aus. Geh mal dahin, geh mal dahin. Bin ich dorthin gegangen. Nein, tut mir leid. Und Gruppen, sowas nie, haben wir nicht. Und ja, das war dann für mich damals zu der Zeit halt wirklich eine sehr, sehr frustrierende Situation. Ich war schwanger, hatte niemanden zum Austausch, kannte keine andere Solomutter. Und mit dem Gefühl, dass man überall weggeschickt wird, man sei dort nicht richtig, das hat sich einfach extrem schlimm für mich angefühlt, als würde ich was moralisch extrem Verwerfliches tun. Und ja, das war wirklich schwer für mich, diese Zeit damals. Und dann gab es so einen Meilenstein, als ich beim Verband Alleinerziehender Mütter und Väter damals meinen Geburtsvorbereitungskurs machte, weil ich natürlich auch nicht mit Paaren zusammensitzen wollte. Und dort saßen also 16 Frauen, von denen 4 oder 5 Frauen dabei waren, die selber ein Kind durch Samenspende erwarteten. Und das war mein erster Kontakt mit anderen Frauen und ich war so glücklich, mich einfach über so ganz banale Sachen auch auszutauschen. Und wir haben uns natürlich sofort vernetzt und ja, das hat mir einfach unheimlich gut getan. Und ja, das war so quasi meine erste Berührung mit den Solo-Mamas oder Single-Moms by Choice. Und später hat der Verein Alleinerziehender Mütter auch ein Vernetzungstreffen angeboten und seitdem besuche ich diese Treffen und heute moderiere ich diese Treffen gemeinsam mit dem Verband Alleinerziehender Mütter und veranstalte darüber hinaus noch weitere Vernetzungstreffen. Ich würde gern 2, 3 Sätze oder auch 5 dazu sagen, wer oder was die Solomamas sind. Solomamas sind nämlich Frauen, die sich vielleicht dagegen entscheiden, krampfhaft in einer Beziehung zu bleiben, nur um ein Kind zu zeugen. Es sind Frauen, die den Partnerwunsch vom Familienwunsch entkoppeln möchten. Es sind vielleicht auch Frauen, die für ihre Kinderwunscherfüllung nicht mehr viel Zeit haben. Und der Gynäkologe oder die Gynäkologin sagt dann, jetzt müssen sie aber. Und trotzdem sind es meist Frauen, die auch betrauern, dass ich ihr Plan A nicht erfüllen konnte. Und also ich
kenne wenig, ich habe bisher keine Frau kennengelernt, die gesagt hat, das genau ist schon immer mein Modell gewesen und das möchte ich leben, sondern es war schon vorher noch ein anderer Plan da. Und was ich also auch im Rahmen meiner Beratung immer so faszinierend finde und so toll, dass es halt Frauen sind, die unheimlich viel bereit sind zu investieren. Und damit meine ich auch nicht nur Geld, sondern vor allem Zeit. Sie machen sich halt unheimlich viele Gedanken, wollen ganz viel reflektieren, im Vorfeld sich vorbereiten, gucken und suchen nach Lösungen. Und ich empfinde sie als selbstbewusst und mutig. Und sie wollen sich vernetzen. Und das ist so, finde ich immer ganz spannend an der Sache. Das ist so die Stärke von den Frauen, die ich in meiner Beratung immer wahrnehme. Noch ein Satz von mir. Ich bin ja nun Kinderwunschberaterin, habe mich beim BKIT zertifizieren lassen. Als ich damals soweit war, kannte ich den BKIT leider nicht. Der BKIT ist ein Fachverband qualifizierter Beratungsfachkräfte mit Expertise in der psychosozialen Beratung bei Kinderwunsch und ungewollter Kinderlosigkeit. Und da wir auch ein bisschen über Anlaufstellen sprechen wollen, finde ich diese Expertinnen auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Adresse. Und auch ich habe mich dort halt zertifizieren lassen. Nochmal zu mir. Ich biete also die psychosoziale Beratung an und daneben eben auch Workshops, Coachings und eben, weil es ist mir ganz wichtig, aus meiner Erfahrung auch zu lernen, die Vernetzungstreffen, dass die Frauen die Chance haben, sich miteinander auszutauschen und zu sprechen. Und so das eine, wovon ich halt spreche, sind die Erfahrungen aus meiner Beratung und das andere sind die Erfahrungen aus den Vernetzungstreffen, weil ich halt wirklich da einen sehr, sehr engen Kontakt zu den Frauen habe. Und ich halte das für eine unheimliche, ja, unheimlich wichtige Sache. Genau. Dann würde ich gerne noch 2, 3 Worte zum Familienmodell der Solo-Mama oder Single-Mom by Choice sagen. Wobei, Ram, Sie haben das ja auch schon sehr schön eingeführt. Ich würde dann trotzdem noch mal genauer darauf gucken. Ich benutze lieber das Wort der Solo-Mama. Und da wollte ich einfach nochmal aufzeigen, dass es da 2 verschiedene Wege geht, den die Solo-Mama gehen kann. Nämlich entweder den Weg der offenen, also der ganz offenen Spende, in dem sie einen Privatspender aufsucht, oder den Weg über die Kinderwunschklinik und die Samenbank. Und eben bei der Kinderwunschklinik oder Samenbank, da sagen wir heutzutage, das ist eher eine halboffene Spende. Das heißt, die Kinder haben mit 16 die Chance zu erfahren, wer der leibliche Vater, der genetische Vater ist. Und außerhalb von Deutschland gibt es auch noch die anonyme Samenspende, die aber in Deutschland verboten ist. Sobald eine Spende heute über die Kinderwunschklinik und die Samenbank in Deutschland läuft, dann kommt auch das Samenspenderegistergesetz ins Spiel. Und genau, das ist eben eine ganz wichtige Neuerung, die wir haben. Und was diese Frauen halt gemein haben, ist, egal ob sie den Weg der Privatspende wählen oder den Weg über die Samenbank und Kinderwunschklinik, sie haben die Entscheidung bewusst und allein getroffen und haben keine partnerschaftliche Beziehung zu dem Spender. Und diese Grafik habe ich so ein bisschen herausgeschnitten aus der Grafik, die ich mit der Jennifer Suthold gemeinsam entworfen habe. Dort stellen wir nämlich die Solo-Mama oder das Familienmodell der Solo-Mama denen der Co-Mama gegenüber. Und aus einer privaten Samenspende kann quasi, wie man es hier auf der linken Seite sieht, eine Co-Elternschaft erwachsen. Genau, und manchmal sind die Grenzen eben schwammig. Wer die Solo-Mamas sind, dazu habe ich ein bisschen was erzählt. Und worum es ja eigentlich auch heute vor allem gehen soll, sind die Herausforderungen, vor denen die Solo-Mamas stehen. Und ich habe bis heute Morgen noch E-Mails und WhatsApp-Nachrichten von Solo-Mamas bekommen, die gesagt haben, nimm das noch mit rein und das. Und ich versuche mich zu beeilen. Die Solo-Mamas stehen in erster Linie natürlich vor gesundheitlichen Voraussetzungen. Sie müssen sich medizinische Behandlungen, sie bekommen medizinische Behandlungen wie Insemination, künstliche Befruchtung, hormonelle Behandlungen mit
Spritzen und das ist natürlich, wie bei jedem anderen Paar auch, eine körperlich und psychisch kann das eine sehr belastende Zeit sein, die sehr stressbesetzt sein kann. Manchmal setzt die Schwangerschaft nicht oder nicht so schnell ein. Manchmal haben wir Frauen dabei, die einfach auch sehr lange noch in ihrer Partnerschaft gewartet haben und der Partner sich halt relativ spät dagegen entscheidet und die Frau halt dann auch relativ spät diesen Weg geht, was eben dazu führt, dass die Behandlung aufwendiger ist und die Schwangerschaft nicht so schnell oder eben gar nicht einsetzt. Und wir wissen heute, dass eine nicht einsetzende Schwangerschaft, das fühlt sich für Frauen auch wie so ein Verlustgefühl mit Trauerreaktionen an. Also das ist auch emotional eine sehr belastende Zeit. Und die Frauen müssen sich eben neben diesem Thema, setzt vielleicht meine Schwangerschaft gar nicht ein, auch mit Gedanken auseinandersetzen, wie gehe ich vielleicht doch ins Ausland und versuche nochmal eine Eizellspende, mache ich eine Adoption, eine Pflegschaft, kann ich das überhaupt machen als alleinstehende Frau oder nicht? Und natürlich, ich muss immer diese Balken hier verschieben, natürlich stehen die Frauen, die Frauen, die ich jetzt aus meiner Beratung her auch kennengelernt habe, das größte Beratungsthema, so wie ich es wahrnehme, ist natürlich immer, wie kläre ich mein Kind auf und wann? Und in dem Zusammenhang ist es ganz wichtig, auch wie gehe ich mit diesem Familienmodell um, in meinem nahen Umfeld, in der Familie, mit den Freunden und vor allem, wie gehe ich damit auch in meinem entfernteren Umfeld um? Wie reagieren die Nachbarn? Wie sage ich es in der Kita? Wie sage ich es meinen und muss ich es meinen Arbeitskolleginnen sagen? Kann ich Probleme auf der Arbeit bekommen, wenn ich darüber spreche? Und ich habe Frauen, die mir erzählen, dass die ihren Gynäkologinnen erzählen, sie möchten diesen Weg der Solomamaschaft gehen und die Gynäkologin sagen, da müssen sie ins Ausland fahren, das ist verboten in Deutschland. Ja, das zeigt halt, dass es da einfach ganz verschiedene Baustellen gibt, wo die Frauen, die ich jetzt berate, sich halt an anderen Personen gegenüber immer wieder erklären müssen, aber auch möchten, weil es ja auch wichtig ist, für das Kind damit aufzuwachsen und zu sehen, dass die Mama damit auch ganz normal umgeht und dass das auch etwas ganz Normales ist. Natürlich stehen die Solomamas auch vor finanziellen Herausforderungen, die ich hier versucht habe zusammenzutragen. Sozialrechtlich wird die Solomama natürlich wie eine alleinerziehende Person behandelt, bei der der Vater unbekannt ist. Sie haben also grundsätzlich Anspruch auf Kindergeld, Wohngeld, Kinderzuschlag, den steuerlichen Entlastungsbetrag für Alleinerziehende. Aber die Frauen müssen die kompletten Behandlungskosten selbst zahlen. Und da zählen nicht nur die Behandlungskosten selbst mit rein, sondern auch die Medikamente, auch die Reisekosten, der Spermakauf. Das wird alles nicht übernommen. Bei verheirateten Paaren übernehmen die Krankenkassen für eine limitierte Anzahl an Behandlungen bis zu 50%. Und eine Behandlung kann 3.000 Euro kosten, kann aber auch mehr als 15.000 Euro kosten. Und das wollte ich einfach auch nochmal mit dazu packen. Und zu den Reisekosten muss man auch sagen, es sind ja nicht nur, es gibt natürlich immer noch Frauen, die ins Ausland reisen, aber da halt eine Single-Behandlung nicht in jedem Bundesland möglich ist. Ich habe viele Frauen, also ich berate Frauen aus ganz Deutschland und die Frauen reisen wirklich viel durchs Land, um eben sich bei einer Klinik behandeln zu lassen, die eben auch Singles behandelt. Und deshalb fallen auch innerhalb von Deutschland Reisekosten an. Bisher steht den Frauen kein Unterhaltsvorschuss zu. Das ist ja gerade bei den Solomamas wirklich heiß diskutiert. Da habe ich nachher auch noch ein prägnantes Beispiel mitgebracht. Und das, was halt auch immer wieder angeklagt wird unter den Solomamas, dass sie wie auch alle Alleinerziehende benachteiligt werden. Ich habe hier mal ein Zitat von der Initiative Fair für Kinder mitgebracht. Wir sind es, die steuerlich auf beschämende Weise gegenüber ihnen benachteiligt werden. Wir sind es, die das höchste Armutsrisiko in der Gesellschaft haben. Wir sind es, die später den hohen Anteil von Frauen in der Altersarmut darstellen.
So, ich atme mal kurz durch, weil das sind natürlich alles große Themen, aber es gibt noch so viel zu sagen und ich mache weiter mit den rechtlichen Herausforderungen. Ein großes Problem, was ich noch sehe, ist, dass die Samenspenden vor dem Samenspenderegistergesetz und die privaten Spenden nicht unter dieses Gesetz fallen und somit die Daten der Spender nicht gespeichert werden. Wenn eine Solomama also es sich dafür entscheiden sollte, ihrem Kind das erst später zu erzählen und sie dann vorzeitig versterben sollte, dann würde das Kind, wenn es nicht selber eine Idee hat, gar nicht erfahren, dass es vielleicht aus einer Spende entstanden ist. Da besteht noch auf jeden Fall großer Nachholbedarf. Es gibt einen kleinen Teil von Frauen in meiner Beratung, die eine private Spende gemacht haben und die vor dem Problem stehen, dort eben keine rechtliche Sicherheit zu haben. Es gibt Vereinbarungen, die man treffen kann, die haben vor Gericht aber wenig oder keinen Bestand. Und so bin ich quasi mit Beratungsverläufen oder mit Schicksalen konfrontiert worden, wo sich die Person bewusst lügend als etwas ganz anderes herausgestellt hat und die Person dann später das Sorgerecht einklagt und die Frauen wirklich sehr, sehr darunter leiden, da keine rechtliche Sicherheit zu haben. So wie es mir damals ging, also ich hatte eine Adresse von einem Anwalt, den ich hätte aufsuchen können. Ich habe das damals aber nicht eingesehen, für eine simple Frage zu meinem Weg der Familiengründung direkt einen Anwalt zu kontaktieren. Aber was ich halt schwierig finde, ist, dass es eben auch wenig Expertinnen und Anwältinnen in diesem Themengebiet gibt, die unterstützen und beraten. Eine weitere Schwierigkeit, die ich sehe, ist das Thema der Halbgeschwister, weil wir kennen das Phänomen, dass es Spender gibt, die, ich sag mal, auf Tour gehen und den Vorsatz haben, viele Kinder zeugen zu wollen und eventuell auch mehrere Samenbanken aufsuchen. Und es gibt, also die Samenbanken sprechen sich schon untereinander ab, aber es gibt keine Kontrolle darüber, wie viel Spenden aus einem, also von einem Spender hervorgehen können. Genau, und natürlich, das hatte ich ja vorhin auch schon mal gesagt, der Unterhaltsvorschuss wird erstmal nicht an die Solomamas ausgezahlt. Jetzt geht es ja nicht weiter. Zu den rechtlichen Herausforderungen gehören auch die bürokratischen Hürden und ich möchte erstmal mit einem Zitat beginnen von einer Solomama. Sie sagte, und sie meint die Sachbearbeiterin der Kita-Gutscheinstelle, sie sagte, es muss einen Vater geben. Biologisch wäre das nicht anders möglich. Ihr Ton war vollkommen unangemessen. Nachdem ich ihr dann erklärte, wie ich Mutter wurde, meinte sie, ich soll ihr einen Dreizeiler schreiben, dass ich ein Retortenbaby habe. Sie müsse das vor dem Vorgesetzten rechtfertigen. Es schien ihr dabei wirklich nicht um den Betreuungsumfang zu gehen. Sie bekommt nun diesen Dreizeiler. Sie wurde im Laufe des Gesprächs immer freundlicher und war auch hilfreich mit ihren Tipps. Sie war nur unglaublich unsensibel in ihrer Wortwahl. Schön fand ich das nicht. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema, wie der bürokratische Ablauf ist, wenn Solomamas und vor allem mit Kind dann in den Behördendschungel sich hineinwagen. Solomamas müssen sich überall erklären und immer wieder erklären, nicht nur vor dem Umfeld, wie ich es vorhin halt sagte, sondern so quasi vor jeder Stelle. Es gibt einfach wenig Erfahrungen mit dem Familienmodell der Solomutterschaft. Also das betrifft sowohl die Solomamas als auch die Co-Mamas. Und es werden, und das war ja auch der Grund unserer Vorstellung damals, es werden teilweise, also meiner Ansicht nach, Falschbescheide erteilt, mit der Folge, dass die Frauen finanzielle Benachteiligungen erfahren. Ich werde das nachher an einem Beispiel nochmal konkretisieren. Die Frage ist immer nach dem Datenschutz. Also wenn Bescheide erteilt werden, wo draufsteht, dass die Familiengründung mit einer Samenspende erfolgt ist, ist auch immer die Frage, was passiert dann mit diesen Daten, wenn sie
zur Vorlage bei allen anderen Ämtern eingereicht werden. Und was ich halt wirklich ganz oft höre, ist, dass die Frauen, und das zeigt ja auch dieses Beispiel davor, diskriminierende Äußerungen in Wort und Ton über sich ergehen lassen müssen. Und um das nochmal zusammenzufassen, diese Familienform der Solomama ist einfach noch relativ unbekannt. Es gibt halt wenig verlässliche Quellen. Selbst wenn man im Internet sucht, findet man einfach ganz viel Blödsinn, also Seiten, die wirklich falsche Informationen herausgeben. Es gibt so gut wie keine Anlaufstellen für diese Personen. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch Vorurteile gegenüber Solomamas und eben diese Falschinformationen. Also eine Solomama sei egoistisch, würde ihrem Kind ein besseres Leben vorenthalten. Und die Solomamas kommen somit in den Konflikt, ihre Privatsphäre halt schützen zu wollen. Also ich möchte vielleicht nicht jedem erzählen, wie mein Kind entstanden ist. Ich möchte vor allem nicht, dass es auf einem Bescheid draufsteht. Und auf der anderen Seite wollen sie aber offen mit diesem Familienmodell umgehen, als sei das etwas ganz Normales. Aber in Anbetracht dieser Probleme, die ich eben benannt habe, macht es das den Frauen unheimlich schwer. Irgendjemand zischt hier ganz furchtbar. Wer auch immer. Ja, also Ines, jemand, die mit Ines drin ist, würde ich mal bitten, sich einfach stumm zu schalten. Wir haben gedacht, dass wir das hinkriegen. Das klappt ja auch super. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt können Sie weiterreden, Frau. Danke. Dankeschön. Um jetzt nochmal ganz prägnant zusammenzufassen, wir brauchen halt mehr gesellschaftliche Anerkennung und wir brauchen auch die Änderung einer Gesetzeslage. Und ich würde gerne noch die Beispiele vorstellen, noch ein paar Zitate. Na, Ihnen ist das Kind wohl zugelaufen. Sie müssen schon Angaben zum Kindsvater machen, auch wenn Sie nicht wissen, wo dieser wohnt, wird es Ihnen ja wohl geben. Sollten Sie keine Angaben zum Vater machen können, müssen Sie mir eine von Ihnen unterschriebene Erklärung abgeben, warum dies nicht möglich ist. Also tut mir leid, ich kann ja nichts anderes in dieses System eingeben. Und hätten Sie mir was von einem One-Night-Stand erzählt, hätten Sie jetzt Anspruch auf Unterhaltsvorschuss, aber nicht bei einer Kinderwunschbehandlung. Und das Letzte ist das Beispiel von Anna. Ich muss nochmal den Bildschirm hier wegschieben. Anna stellt Antrag auf Kinderzuschlag. Um Kinderzuschlag zu erhalten, muss man erstmal Unterhaltsvorschuss beantragt haben und hierfür eine Ablehnung einreichen, bei den meisten Behörden, zumindest in Berlin. Um den Antrag auf Unterhaltsvorschuss zu stellen, oder sie hat diesen Antrag auf Unterhaltsvorschuss gestellt und bekommt einen Fragebogen zugesandt. In diesem Fragebogen muss sie angeben, wann, mit wie vielen Partnern sie Geschlechtsverkehr hatte, welche Frauenärztin in welcher Schwangerschaftswoche die Schwangerschaft festgestellt hat. Es ist nicht klar, wer diese Informationen wofür erhält. Und das müssen natürlich nicht nur Solomamas machen, sondern alle Personen, die Unterhaltsvorschuss beantragen. Anna erhält zwei Ablehnungen. Eine Ablehnung aufgrund fehlender Mitwirkung und die zweite Ablehnung aufgrund fehlender Mitwirkung aufgrund anonymer Samenspende. Mit der Begründung, ich habe in dieser Ergänzung dazu geschrieben, sonst wären ihr nämlich alle anderen Leistungen verwehrt. Und Anna sagt, aber ich habe keine andere Möglichkeit, eine andere Formulierung. Und sie sagt noch weiter, ich habe aber auch gar keine andere Möglichkeit, eine andere Formulierung zu wählen. Wir finden, dass das ich und auch die Solomamas, mit denen wir darüber gesprochen haben, sehen das halt hochkritisch, weil Anna in dem Fall ja mitwirkt. Sie sagt ja, was der Fall ist, und eine anonyme Samenspende gibt es, wie gesagt, in Deutschland nicht. Und auf einen Bescheid hat so etwas auch nichts zu suchen. Dann geht es weiter. Sie schickt den Antrag auf Kinderzuschlag ab mit der Ablehnung 1, wo halt nur draufsteht, aufgrund fehlender Mitwirkung. Und bekommt eben eine Ablehnung. Sie habe eben nicht ausreichend mitgewirkt. Der Anspruch
den Anspruch auf Unterhaltsvorschuss geltend zu machen. Sie ruft also dort an und sagt, aber als Mutter einer Samenspende kann ich unmöglich an der Feststellung der Identität mitwirken. Und die Sachbearbeiterin sagt, ich prüfe natürlich den Widerspruch, jedoch sehe ich keine große Chance, dass dem Widerspruch stattgegeben wird. Und ein kleines Fazit und dann bin ich auch fertig. Auch Solomamas können bedürftig werden und in die Lage geraten, Sozialleistungen zu beanspruchen. Und der Wortlaut der Ablehnungen muss an diese neue Familienform angepasst werden. Da darf nicht stehen fehlende Mitwirkung, wenn sie mitwirken. Und es soll nicht drin stehen, dass es eine Samenspende war. Da muss es eine neutralere Formulierung geben. Und das Zweite ist, was auch immer wieder diskutiert wird, es sollte juristisch geprüft werden. Es gibt dieses Urteil aus 2013, was ja so ein bisschen gesagt, wer ungewollt schwanger wird, hat Anspruch auf Unterhaltsvorschuss. Wer plant und vorbereitet, geht sehenden Auges in die Situation hinein und hat keinen Anspruch. Und es sollte mal geprüft werden, inwieweit eben dieses Urteil heute mit dem Samenspenderegistergesetz noch anwendbar ist. Denn es führt zu einer Andersbehandlung von Solomama-Familien und hier muss ein Ausgleich geschaffen werden, um diese Ungleichbehandlung zu beenden. Und mir hat heute Morgen noch eine Solomama zugeworfen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich fand es ganz spannend, in Dänemark und in noch zwei anderen Ländern, habe ich vergessen, wird Solomamas Solomamas erhalten Unterhaltsvorschuss und die Kosten werden über die Kasse auch erstattet. Das fand ich nochmal ganz interessant. Da scheinen wir noch ein wenig weit entfernt von zu sein und jetzt sage ich erstmal vielen Dank. Ja, das sage ich auch. Ganz herzlichen Dank. Und das mit Dänemark oder den anderen europäischen Ländern, das kann ich ja mal im Deutschen Bundestag den wissenschaftlichen Parlamentsdienst fragen. Das schadet ja nicht, wenn wir Beispiele haben. Ehrlich gesagt muss ich schon sagen, das Thema hat ja so viele verschiedene Komponenten. Das ist wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr spannend. Und ich werde mir jetzt auch den Begriff Solo-Mama oder Solo-Mutter merken, weil alleinerziehend trifft es nicht. Ne? Es geht auch darum, dass wir das bezeichnen, soweit bezeichnen, dass es präzise ist, ohne in die Privatsphäre hineinzugreifen. Das ist ja vielleicht auch wichtig, dass wir schon bei der Wortwahl deutlich machen, hier ist eine Situation, die neu ist. Und dann würde ich jetzt Marianne dich bitten, aus deiner Erfahrung als Familienpolitikerin, als Anwältin, wie siehst du das Thema? Wie ist es dir auch vielleicht im politischen Raum begegnet? Marianne, bitte, wir hören dir gerne zu. Ja, hallo erstmal in die Runde. Was habe ich für ein Familienmodell? Ich habe das der Adoption sozusagen gewählt. Auch ein Weg, der nicht so ganz einfach ist. Aber ich habe wahrscheinlich einen anderen Fokus als den Sie hier so haben, weil ich sozusagen eher den Blick, das haben Sie auch ein bisschen meinen beruflichen, aber auch politischen Hintergrund, dass ich schon auch die Frage von dem Blick der Kinder beziehungsweise auch die Interessenvertretung der Kinder damit in den Blick habe, weil das ja auch eigene Rechtssubjekte sind. Wir dafür streiten, dass die Kinderrechte verstärkt auch im Grundgesetz sozusagen vertreten sind. Wir haben in der Berliner Verfassung auch auf eine grüne Initiative vor vielen Jahren das ist entsprechend in der Berliner Verfassung stehen. Es gibt die UN-Kinderkonvention, oft auch voneinander entfernt. Also ich habe so die Seite der
Solomütter, auch alleinerziehenden Mütter oft. Aber dann haben wir zum Beispiel auch den queeren Bereich, die eine ähnliche Situation haben und sagen, wir wollen auch Eltern sein, haben sozusagen auch einen schwierigen Zugang. Bei den lesbischen Müttern haben wir das Problem, dass sie sozusagen nachadoptieren müssen. Und da nicht in Frage kommen, es wird immer wieder diskutiert, das hat ja die FDP jetzt aufgemacht, wie ist es mit Leihmutterschaft, also sozusagen dieses tradierte Familienmodell ist total offen geworden, auch durch Möglichkeiten, die es gibt, sodass man auch immer aus einer verschiedenen Perspektive auf gleiche Themen schaut. Und wenn ich jetzt hier gucke, würde ich, das haben Sie in Ihrer Folie schon auch aufgemacht, die Situation, glaube ich, der offiziellen Samenspende, die ist, glaube ich, ganz gut geregelt. Da haben, glaube ich, auch beim Unterhaltsvorschuss und den anderen Problemlagen, die Sie gesagt haben, einfach die Leute auch keine Ahnung von der Rechtslage. Ja, allein oder Frauen alleine über den Weg der Samenspende und den gesetzlichen Regelungen sozusagen Mütter werden dürfen und dann auch keine Unterhaltsforderungen gegen die Samenspender besteht, dann kann natürlich auch im Rahmen des Unterhaltsvorschusses nicht verlangt werden, dass er offenlegt. Im Bereich der privaten Samenspende, in Anführungszeichen, da erlebe ich, und das werden Sie wahrscheinlich in Ihren Beratungssettings auch erleben, die größten Problemlagen. Also da auch ganz breit, nicht nur bei Frauen, die sich dazu entschlossen haben, Alleinmutter sein zu wollen, sondern auch in Regenbogenzusammenhängen. Oder wie Sie es vorhin auch selbst für sich ja auch überlegt haben, findet man da Co-Eltern oder nicht? Da haben wir im Grunde genommen familienrechtlich diese Frage von Verträgen oder anderen existieren nicht, sodass das allenfalls so lange gut funktioniert, als alle Beteiligte da sich auch an ihre Vereinbarungen, die sie getroffen haben, halten. Das haben wir im gesamten Familienrecht so. Auch bei klassischen Trennungsfamilien ist es so, solange sie sich irgendwie einigen, funktioniert es auch. Da brauche ich kein Familiengericht oder irgendwelche anderen Unterstützungssettings, sondern erst dann, wenn es sozusagen schwierig wird. Und da habe ich selbst schon Dramen erlebt, wo zum Beispiel die biologischen Väter sich zu einer Adoption frühzeitig dazu gestimmt haben, die dann aber auch mit dabei waren, aber die eben kein Umgangsrecht haben, weil sie keine Väter rechtlich mehr sind. Also die ganze Bandbreite auch an ganz viel schwierigen Situationen für alle Beteiligten, letztendlich auch für die Kinder, weil es nicht zu den oder unserem rechtlichen System passt. Also zu unser familienrechtliches System gibt für bestimmte Fragen dann auch Antworten oder es gibt dann auch eine Lösung, aber das ist dann meistens nicht die Lösung, mit der sozusagen diejenigen, die daran beteiligt sind, damit zufrieden sind. Und manchmal ändern sich halt einfach auch Wünsche oder Einstellungen. Ja, das haben wir dann eben auch bei den möglicherweise Vätern, die dann sozusagen, ne, da haben wir ja auch mit dem Europäischen Gerichtshof die Stellung von leiblichen Vätern gestärkt. Wir haben auch im Eherecht, ja, dass dann auch die Eigenverantwortung, was den nachehelichen Unterhalt angeht und so weiter, dass wir da Veränderungen vorgenommen haben. Und die ganze Vielfalt an Lebenssituationen, aber sich auch ändernden Lebenssituationen, die gibt unser Recht nicht wieder. Ich weiß, dass da beim Bundesjustizministerium gab es schon vor einem Jahr
glaube ich, auch Vorschläge, was man wie ändern müsste. Das hat dann auch was mit dem Abstammungsrecht zu tun. Es hängt dann auch das Unterhaltsrecht mit da dran. Unterhaltsvorschuss ist ja quasi die Ersatzleistung des nicht unterhaltsfähigen anderen Elternteils. Passt eben hier gerade nicht. Also das müsste im Grunde genommen den verschiedenen Lebenssituationen, ich finde, bei dem offiziellen Samenspenden, da haben wir ja schon Regelungen da, im Grunde genommen im Handeln dann aus meiner Sicht Jugendämter, die dann entsprechend keinen Unterhaltsvorschuss gewährleisten. Da rechtswidrig. Weil sie können dann nicht dran mitwirken, irgendwie einen Vater. Das ist im Einzelfall sehr dramatisch für das gesamte Setting sein kann. Entschuldigung. Ja. Könnt ihr das nochmal wiederholen? Der Ton war weg. Welchen Teil? Ihren letzten Teil mit den Jugendämtern. Also meine Rechtsauffassung. Marianne, leider hast du zwischendurch immer so eine verzerrte, ich versuche es mal wiederzugeben, deine Rechtsauffassung ist, dass es rechtswidrig ist, wenn man den Vorschuss nicht gewährt. So habe ich dich verstanden, weil das eigentlich gleichgestellt sein muss, den anderen. Marianne, jetzt höre ich dich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, irgendwo ist deine Verbindung nicht so gut. Sonst mal versuchen, das Video auszustellen. Das hilft manchmal. Genau. Hallo, hallo, Marianne. Wenn du uns nicht mehr hörst, dann würde ich jetzt die Frau Richards bitten, aus ihrer Situation, genau, Marianne hat sich jetzt auch entschieden, neue Leitung zu suchen, sag ich mal. Sie haben sich damit auseinandergesetzt und deswegen wäre meine Frage an Sie, inwieweit, da haben wir ja gerade eigentlich, waren wir da schon mittendrin, Marianne hat schon angefangen, inwieweit bildet es die Realität ab? Also ich sag mal ehrlich, wenn das Kind da ist, scheint ja die ein oder andere Debatte auch absurd, ne? Also das sind ja Dinge und dann auch dieses Verhältnis, ne? Wie weit muss ich mich vor dem Staat offenlegen in meinem Verhalten, um eben staatliche Leistungen zu erhalten? Wo ist da auch eine Würde, wo ist auch eine Grenze, was der Staat von mir verlangen darf oder nicht? Wir sind sehr gespannt auf Ihre Einschätzung. Bitte, wir hören Ihnen gerne zu. Ich bin übrigens wieder da, ja, also sorry. Irgendwie ist ja. Ja, du machst nachher einfach weiter. Wir hören jetzt erstmal der Frau Richards zu und dann kannst du ja gerne nochmal was sagen. Danke, dass du wieder dabei bist. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass wir heute über dieses Thema diskutieren. Ich freue mich auch sehr, dass so viele Kinder heute hier sind. Das finde ich immer besonders schön, was Zoom möglich macht. Ich würde erstmal kurz so den Stand der juristischen Debatte aktuell darstellen. Das mag man sich ja manchmal gar nicht vorstellen, wie da eigentlich die Stimmung ist. Gerade auch im Kontrast eben, wie Sie das aufgezeigt haben, vorbei zur Lebenswirklichkeit. Und würde dann so drei zentrale Problemfelder aus meiner Perspektive aus juristischer Sicht, die dringend einer gesetzgeberischen Tätigkeit bedürfen, skizzieren. Vorab würde ich noch kurz anmerken, dass genau das Stichwort, unter dem dieses Thema ja auch schon seit Jahrzehnten verhandelt wird, Single Mothers oder Solomutterschaft ist, aber eben nicht nur Mütter betrifft, sondern zum Beispiel auch gebärende Transmänner oder nicht-binäre Eltern, die eben nach dem jetzigen Recht nach 1591 BGB als Mütter immer noch eingetragen werden. Und genau, zur Debatte, es fällt immer so dieses Stichwort von Pluralisierung der Lebensformen und alles verändert sich und dann wird häufig die Solomutterschaft oder Solo-Elternschaft so ein bisschen als Annex noch dazu genannt, also in dieser langen Aufzählung von Himmels Regenbogenfamilien, Co-Parenting und so weiter und so fort.
aus meiner Perspektive, also ich beschäftige mich viel mit den wissenschaftlichen, vor allem juristischen Diskursen um eine Reform des Abstammungsrechts, aber auch um eine Einführung oder den Forderungen nach einem Fortpflanzungsmedizingesetz, also der Frage von Zugängen zu reproduktionsmedizinischen Leistungen und in diesem Kontext eben besonders relevant zusammenbanken oder zusammenspenden. Ist dieses Thema eigentlich, wird das ganz marginal irgendwie in der deutschen Debatte behandelt. Abstammungsrechtlich, wie gesagt, ist es eigentlich sehr eindeutig, wer gebärt, wird als Mutter eingetragen und auch ohne zweiten Elternteil. Die Frage nach dem Vater, und das haben ja Frau Horn und Frau Burkhardt-Eulitz auch schon deutlich illustriert, wird dann eben relevant, wenn staatliche Leistungen ins Spiel kommen, also wenn da zum Beispiel der Unterhaltsvorschuss zur Debatte steht. Das große Einfallstor jetzt für die Diskussion Solo-Mutterschaft, ja oder nein, muss man wirklich sagen, wird leider so in der juristischen Debatte aufgemacht, sind eben vor allem gerade die Debatten um das Fortpflanzungsmedizingesetz bzw. den Zugang zu Samenbanken. Da würde ich dann gleich nochmal genauer darauf eingehen, wie da eigentlich die völlig unübersichtliche und defizitäre rechtliche Lage gerade ist. Aber im Versuch, das eben neu zu regeln oder in den Gedanken darum, wird in Deutschland eben vor allem verfassungsrechtlich eigentlich die Diskussion geführt, ist es zulässig, ein Kind ohne zwei Eltern in die Welt zu bringen? Und es tut mir leid, aber dass ich jetzt eine sehr, wie ich finde, stigmatisierende Formulierung wiederhole, aber die jetzt gerade im juristischen Diskurs immer wieder auftaucht, wird gesagt, darf ein rechtlicher Halbwaise quasi etabliert werden. Also da haben wir wirklich ganz viel Stigmata. Und man muss sagen, dass eben diese Debatte um wer darf Zugang zu Samenbanken haben, offenbar dazu einlädt, also so ein gewisses Ideal zu diskutieren. Also man muss ja sagen, der parlamentarische Auftrag ist ja nicht, alle Lebensbedingungen für ein absolut ideales, perfektes Leben eines Kindes festzuschreiben, sondern einen Mindeststandard zu finden. Und das erscheint mir in der juristischen Debatte eben manchmal fehlgeleitet, dass da quasi aufgelistet wird, für ein Kind ist es eben absolut ideal, mindestens und auch höchstens zwei Eltern zu haben. Wenn man genauer hinschaut, dann wird diese rechtliche Halbwaise aber eigentlich vor allem damit begründet oder die Problematik dessen, dass nur Unterhalt und auch Erbrechtsansprüche gegen eine Person bestehen und das Kind eigentlich vor allem deshalb finanziell schlechter gestellt wird. In der deutschen Debatte wird es deshalb so leicht abgehandelt und gesagt, naja, das ist halt so ein bisschen, was auch schon angesprochen wurde von Frau Horn, so eine Lifestyle-Sache, irgendwie sich zur Solo-Elternschaft zu entscheiden. Und eben so normativ aufgeladen eigentlich von den materiellen Ursachen, also der Frage, warum ist es denn eigentlich von Nachteil, nur einen unterhaltsrechtlichen Elternteil zu haben, abgelenkt. Da sind andere Debatten, zum Beispiel in Kanada gibt es Studien von Susan Boyd, die eben viel mehr die sozioökonomische Lage von Alleinstehenden in den Blick nimmt. Und die ganze Frage von Verantwortung für Kinder, auch finanzielle Verantwortung für Kinder, eben mehr auch in den Care-Diskurs oder generell auch den Stellenwert von Kindern in der Gesellschaft einbettet, während das hier eben dann so sehr ins Private verlagert und so ein bisschen, muss man sagen, fast auch ausgespielt wird, Kinderrechte versus Mütter- oder Elternrechte. Genau das erstmal dazu. Und dann würde ich aus rechtlicher Perspektive sagen, es stellen sich vor allem, was ja schon gesagt wurde, die Frage nach Samenspende, private Samenspende, wo es eben aktuell keine Möglichkeit gibt, rechtssicher die spendende Person von der Vaterschaft auszuschließen, von allen Seiten, also Mutter, Kind und der Vater, es ist ja eine binäre Geschlechtsrechtssprache, die wir auch haben in dem Feld, können eben nicht rechtssicher ausschließen, dass diese Vaterschaftsfeststellung vorangetrieben wird. Der Zugang zu Samenbanken in Deutschland ist eben völlig defizitär geregelt. Also das ist ja jetzt auch schon mal angeklungen. Es gibt, das muss man deutlich sagen, in Deutschland eben kein Parlamentsgesetz, also keine rechtliche Grundlage für den Zugang zu Samenbanken, anders als in anderen Ländern, wo es Fortpflanzungsmedizingesetze oder Reproduktionsmedizingesetze gibt, basiert hier alles auf den Leitlinien und Richtlinien der Ärztekammern, die vereinfacht gesagt eigentlich private Organisationen sind, die die Interessen der Ärztinnen in Deutschland vertreten.
Und da gibt es auch schon seit, muss man auch sagen, mittlerweile fast Jahrzehnten verfassungsrechtliche Kritik daran, die sagt, das kann nicht sein. Die Fragen des Zugangs sind Fragen, die die reproduktive Autonomie berühren, die ganz eindeutig auch Gleichheitsfragen berühren. Auch Fragen der Geschlechterdiskriminierung kann man, also wenn zum Beispiel lesbische Paare ausgeschlossen sind und heterosexuelle nicht. Das ist ganz klar, da gibt es die sogenannte Wesentlichkeitstheorie im Verfassungsrecht. Das muss die parlamentarisch-demokratisch legitimierte Legislative, also der Bundestag, muss das entscheiden. Das ist eigentlich völlig eindeutig, dass es verfassungswidrig ist, wie es gerade ist. Und die Regelung, die wir haben, das wissen vielleicht auch viele von Ihnen, 2006 gab es da mal so eine unverbindliche Interpretationshilfe der Bundesärztekammer, in der drin stand, alleinstehende und auch lesbische Paare sind von der Samenspende auszuschließen, weil dem Kind muss eine stabile Beziehung zu beiden Elternteilen und gemeint waren damit eben die beiden rechtlichen Elternteile, die möglich sind, also Mutter und Vater, auch wenn in den Fällen der Vater ganz klar ja nicht genetisch verwandt ist mit dem Kind, ermöglicht werden. Das war genau rechtlich unverbindlich, wurde dann aber von verschiedenen Landesärztekammern in ihre Leitlinien aufgenommen und damit eben verbindlich für die Ärztinnen, also dass quasi standesrechtliche Konsequenzen gedroht haben, wenn damit dagegen verstoßen wurde. Mittlerweile haben die überwiegende Anzahl der Landesärztekammern diesen Passus gestrichen aus ihren Leitlinien. Bayern, Berlin und Brandenburg haben von vornherein den Passus nicht übernommen. Aber damit ist so ein völliger Flickenteppich irgendwie entstanden von Regelungen, die kaum durchschaubar sind. Der LSVD zum Beispiel bemüht sich da total, immer wieder eine Übersicht zu schaffen. Aber ganz viel in diesem Bereich beruht eben auf Peer-Beratung, auf Angeboten wie dem von Frau Horn, auf informellen Weitergaben von Informationen, die einfach extrem ressourcenintensiv auch für die Personen sind, die es betrifft. Und wirkliche Rechtssicherheit besteht auch nicht für die Ärztinnen. Also 2018, und ich bemühe mich gleich zu Ende zu kommen, aber es ist einfach so sehr komplex. 2018 hat die Bundesärztekammer dann selbst gesagt, also eine neue Richtlinie herausgegeben, die aber die alte eben nicht aufgehoben hat und hat gesagt, wir sind gar nicht befugt dazu, eben solche ethischen Fragen irgendwie zu bestimmen. Die Legislative muss wirklich tätig werden. Das ist aber nicht passiert. Also es schreit wirklich alles danach, dass es wirklich ein Fortpflanzungsmedizingesetz geben muss. Ich würde an der Stelle auch noch mal ganz kurz klarstellen, weil diese Garantiepersonen und die Frage irgendwie der finanziellen Absicherung ein Stück weit ja wirklich ein Mythos ist, der aber total stark ist in diesem Feld, was Alleinstehende und eben auch lesbische Paare angeht, dass da so dieser Mythos, dass Ärztinnen, behandelnde Ärztinnen irgendwie eine Unterhaltsverpflichtung genommen werden könnten oder Schadensersatz leisten könnten, in der Ärztinnenschaft massiv umgeht. Also ich habe mich jetzt vorher auch nochmal unterhalten, das ist total präsent, fußt aber wirklich, das muss man eindeutig sagen, auf keiner rechtlichen Grundlage. Also das ist völlig klar, behandelnde Ärztinnen, Unterhalt ist in Deutschland an das Abstammungsrecht geknüpft. Die sind eindeutig, werden die nicht als Väter festgestellt. Und auch Fragen von Schadensersatz würden dann Fragen von Kind als Schaden oder so berühren, die hier ganz eindeutig nicht greifen. Und trotzdem muss man sagen, dieses ärztliche Gatekeeping wird eben auch durch diese wirklich unübersichtliche Rechtslage, die ganz viel Unsicherheit auslöst, ganz stark aufrechterhalten und macht das Modell von Solo-Elternschaft auch zu einem total exklusiven, weil wer kann eigentlich diese Rechtslage überschauen, wer kann sich beraten lassen, wer hat vielleicht auch Geld für eine Garantieperson, aber auch für all diese Absicherungen, notariellen Beglaubungen und Zeug, was man irgendwie braucht, was aber eigentlich keine Grundlage hat. Also das verengt irgendwie ja auch nochmal total die Person, für die es in Betracht kommt. Genau, dann möchte ich noch ganz schnell sagen, Kostenübernahme wissen wir ja auch, ist nur für Ehegatten werden eben Kosten übernommen und bei der heterologen Samenspende gar nicht. Also da gibt es keine Unterstützung, was insbesondere problematisch ist, weil eben nur bei dem offiziellen Weg über Samenbanken dann der Spender auch wirklich von der zweiten Elternstelle ausgeschlossen ist. Also genau. Genau, und zum Unterhaltsvorschuss, das würde ich anders sehen. Ich würde eigentlich sagen, dass dieses Modell hier eigentlich offenkundig nicht greift, weil nach meinem Verständnis etabliert der Unterhaltsvorschuss eigentlich so ein Dreiecksverhältnis, zumindest dann, wenn der Staat in den Regress geht. Also quasi der Staat wird eigentlich, tritt für den Unterhaltspflichtigen in Vertretung und die Idee ist aber eigentlich, sich quasi das Geld dann von der unterhaltsverpflichteten Person wiederzuholen.
Genau. Und die finanzielle Absicherung ist eben das dritte ganz große Thema. Das würde ich erstmal soweit aufgreifen und vor allem nochmal darauf aufmerksam machen, dass wir wirklich in der verfassungsrechtlichen Debatte, was absolut auch im Zuge der Genetisierung eigentlich des Abstammungsrechts, die vielleicht auch ein Backlash oder eine Reaktion auf die Pluralisierung von Familienformen ist, dass eben so stark die Rechte vor allem von genetischen Vätern betont werden, dass wir da eben wirklich gerade an dieser Schwelle stehen von, ist es überhaupt zulässig, ohne Vater ein Kind zu haben? Ja, ich bin ja selbst Anwältin, aber die Diskussion hat ja eine gewisse Absurdität, muss man sagen. Also, weil die Kinder sind ja da. Das ist halt, genau. Und das mit dem Vorschuss ist ja auch richtig, dass es in dieser Konstellation, der Staat geht in Vorleistung und holt sich das. Diese Konstellation passt nicht, aber darauf kann ja die Antwort nicht sein, dass es nichts gibt. Also das wollte ich ansprechen. Ja, liebe Frau Horn, jetzt haben wir eine Stunde diskutiert und hatten uns eben auch die Stunde vorgenommen. Mein Resümee wäre, wir müssen eine weitere Runde, mindestens eine machen. Jetzt würde ich mich mit Ihnen am liebsten halt verabreden, dass wir uns gegenseitig Aufgaben verteilen, was wir in der Zwischenzeit machen. Und dann würde ich sagen, spätestens in 2 Monaten machen wir mal die nächste Runde. Ich mache da diese schriftliche Anfragen. Da würde ich auch auf Ihre Unterstützung bauen, dass man da einfach so ein bisschen. Dann würde ich halt anbieten, dass wir vielleicht mal mit der Berliner Ärztekammer oder mit einer anderen Ärztekammer und vielleicht auch mit gesundheitspolitischen Kolleginnen von mir da halt mal eine Runde machen. Also Politik ist ja, ne, Leute involvieren, sensibilisieren für die Themen. Und ich habe halt wirklich heute auch noch mal ganz stark gesehen, ich kenne die Debatten, die wir haben in Bezug auf LGBT, aber das ist was komplett anderes. Und es so zu behandeln, als wenn es dort mitbehandelt wird, wird, glaube ich, weder den Kindern noch den Müttern gerecht. Und deswegen würde ich halt sagen, in der nächsten Runde würde ich mit Ihnen, Frau Horn, dann und mit Ihnen, Frau Richards, gerne abstimmen, dass wir uns einfach noch Leute dazuladen und die Interessierten natürlich sowieso, und dass man mit denen tatsächlich nochmal so abklopfen, was geht und wo sind eigentlich die Hürden und wen müssten wir mit noch ansprechen. Und in der Zwischenzeit würde ich eben dieses Parlamentsgutachten vom wissenschaftlichen Parlamentsdienst, wenn es dann noch nichts gibt, wir würden einfach nochmal suchen. Und würde ich dann halt in Bezug auf Dänemark, hatten Sie gesagt, vielleicht überhaupt skandinavische Länder. Also man kann immer so 2, 3, ich würde mal gucken, was wir so ermitteln, wo die uns vielleicht auch sagen, wo es Sinn macht, mal abfragen, wo da so eine Grundkonstellation ist. So ein bisschen hat man ja im Recht manchmal auch den Eindruck, müssen die Dinge mal wieder richtig aufgestellt werden, weil sie schon so lange in so einer Reparaturwerkstatt an der Lebensrealität der Leute vorbei die Dinge entwickeln. Und ehrlich gesagt finde ich diesen Selbstbestimmungsansatz der Frau, der hat halt für mich so einen hohen Wert, dass ich mir auch vorstellen kann, dass an bestimmten Stellen Jungs sitzen, die halt damit schwer leben können, dass es auch ohne sie gehen soll, ne? Frankreich habe ich jetzt hier gelesen. Genau, also Frankreich, Dänemark, vielleicht noch andere skandinavische Länder. Genau, jetzt habe ich im Chat gelesen 2 Dinge. Einmal war Mailliste. Da würde ich sagen, Frau Horn, sind Sie weiterhin Ansprechpartnerin? Und wenn bei uns was, wir machen das in dieser Dreierrunde, ja, dass wir irgendwie sagen, Frau Richards, jetzt habe ich Sie einfach mit vereinnahmt. Ich hoffe, das ist okay. Genau, dass wir sagen, wer sich an wen wendet, wir machen das eh weiter gemeinsam und tauschen uns da aus, dass da auch nichts untergeht. Ne? Und dann würde ich aber auch so 1, 2 schriftliche Fragen an die Bundesregierung. Was wird geplant? Wann ist damit zu rechnen? Und
Ist es mit dem Kindeswohl vereinbar, wenn man das Kind, was ja irgendwann mal da ist, ausschließt von Rechten? Also ne, die wollen ja alle Kinder stärken, aber sie zu verhindern, kann ja noch keine Kinderstärkung sein. Also ich finde manches manchmal wirklich ne, so absurd. Genau, also das wäre jetzt so meine Verabredung. Ich würde Ihnen beiden dann, erst Marianne nochmal Gelegenheit geben und dann Ihnen beiden zum Abschluss was zu sagen, damit wir unsere Zeit nur im akademischen Viertel überziehen. Marianne, du hast das Wort. Genau, damit ich nicht hier wieder zusammenbreche, habe ich die Kamera ausgelassen. Ich denke, wir haben da viele Baustellen und eine Gemengelage, die komplex ist und die aber diskutiert gehört und eben auch geregelt. Ja, ob man das dann am Ende, was dabei rumkommt, das weiß man ja immer nicht, wenn man sich dann auf den Weg macht, ob das dann alles genau so ist, wie man sich das gewünscht hat. Das wissen wir noch nicht, aber den Diskurs dazu zu führen, das hat Janan eben gerade noch mal gut gesagt, die Kinder sind da, die werden auch weiter da sein, es werden mehr werden und damit werden auch die Fragen mehr. Etwas nicht zu diskutieren, führt eben nicht dazu, dass man Probleme löst. So, und da kann man sicherlich unterschiedliche Sichtweisen haben, die wird es dann auch geben, aber die Diskussion dazu zu führen, ist erstmal die Voraussetzung, um das aus dem Grau rauszuholen oder aus der Blackbox und da vielleicht auch schon mal mehr Verständnis auch bei Behörden hervorzurufen und dann eben auch entsprechende Lösungen zu finden, die irgendwie ja alle Punkte im Blick auch irgendwie hat. Vielen Dank, Marianne, Frau Richards und zum Abschluss dann Frau Horn. Genau, dem würde ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich glaube, es gibt ganz eindeutige Aufträge, gerade an die Legislative. Das ist zum einen eben wirklich die Schaffung eines Fortpflanzungsmedizingesetzes und zum anderen finde ich es auch wichtig, da trotzdem auch vielleicht auch feministische Kämpfe zu bündeln, was eben die Stellung von Alleinstehenden angeht. Also sich nicht darauf irgendwie einzulassen, dass das so zu einem Einzelthema irgendwie gemacht wird von einigen wenigen sehr privilegierten Frauen, das ist häufig gerannt in der Debatte, sondern zu sagen, wenn wir reden da eben über Kinder und über die Absicherung von Kindern und eine Ermöglichung von Leben mit Kindern für die verschiedensten Menschen und da vielleicht wirklich nochmal mehr auf eine Kinderperspektive auch zu gehen, aber eben nicht im Sinne von, wie Sie schon gesagt haben, Frau Weider, eine Verhinderung von Kindern wegen ihrer Abstammungsrechte oder so, sondern da hat das Recht ja vielfältige Möglichkeiten, die Interessen zu wahren und Familien zu unterstützen. Und es wird einfach höchste Zeit, dass es da tätig wird. Und genau, mehr Vernetzung und mehr Verbündung finde ich wichtig. Dankeschön. Also genau, wenn ich das nochmal wiederholen darf oder ob ich es richtig verstanden habe, Frau Richards, Sie sagen auch, es kann nicht sein, dass im Prinzip nur gesagt wird, ja, wenn ihr da euch das leisten könnt und der Staat sich da raushalten kann, dann macht, was ihr wollt, so viel Freiheit habt ihr, sondern es geht eben wirklich darum, dass es eine Entscheidung ist der Frau. Und wenn sie sich dafür entscheidet, dann muss dieser Staat sie auch in dieser Entscheidung und das Kind schützen und unterstützen. Genau. So habe ich es verstanden. Ne? Genau. Also das ist ja zum Beispiel die Entscheidung, eine Samenspende im Ausland in Anspruch zu nehmen, die ist ja gerade nicht frei. Das machen ja Menschen, weil sie keine Möglichkeit hier in Deutschland sehen oder auch anonyme Samenspende und so weiter. Also da Möglichkeiten zu schaffen und das eben jenseits von Recht auf Kind und ich setze meinen Willen und Wunsch durch, das finde ich ganz wichtig, diese Debatte differenzierter zu führen. Wie meinen Sie das mit jenseits von Recht auf Kind? Das wird häufig so als Schlag, also man kann sich die juristischen Debatten vielleicht auch zum Glück ja häufig gar nicht vorstellen in ihrer Polarität, aber dass eben auch bei Alleinstehenden dann gesagt wird, naja, ne, es gibt irgendwie, es wird so als Recht auf Kind und ich darf alles machen und niemand denkt an dieses Kind und dabei werden eben eigentlich die materiellen Grundlagen für ein gutes Leben von Kindern, also zum Beispiel eben die finanziellen Umstände völlig ausgeblendet. Und, ja, jetzt verstehe ich schon. Also es geht da natürlich darum, dass wir die Struktur für die Kinder und für die Familien unterstützen und nicht diese einseitigen Modelle, da glaube ich, genau. Ne? Dass wir nicht sagen, das ist ja im Prinzip auch diese Abweichung von dem Standard, den die sich wünschen. Ne? Also diese Norm sozusagen. Ja, so, sorry, Frau Horn, jetzt habe ich dazwischen gequatscht und Sie haben aber jetzt das letzte Wort.
Alles gut. So viel gibt es ja auch gar nicht mehr zu sagen. Mir hat es unheimlich gut getan, einfach zu sehen, dass dieses Thema einfach diskutiert wird hier auf diesem Wege mit diesen ganzen Gesichtern und den ganzen Solomamas. Ich kann mir vorstellen, es gibt einfach auch noch weiter, ich habe ganz kurz im Chat hier angelesen, auch noch weiter Bedarf, verschiedene Themen anzusprechen. Und ich habe ja selber erzählt, ich habe bis heute Morgen noch Nachrichten bekommen, was ich alles noch mit reinbringen soll. Und die Palette ist, wie gesagt, riesengroß. Und ich freue mich, dass wir da jetzt hingucken und dass wir da was womöglich bewegen können. Und ich würde einfach meine E-Mail-Adresse oder meine Seite nochmal hinschreiben für die, die jetzt nach einer Mailingliste gefragt haben, und kann dann darüber informieren. Und freue mich wirklich sehr, dass das heute stattgefunden hat und bedanke mich bei allen. Genau, dem Dank schließe ich mich an und wir haben uns verabredet fürs nächste Mal spätestens in 2 Monaten. Und bleiben weiterhin bei dem Thema dran, denn das, glaube ich, steht nach dieser Runde fest. Es ist geltendes Recht, aber das ist ein großes Fragezeichen, ob das so bleiben muss. Ja, und ich bin jedenfalls bereit, daran was zu ändern. Gerne mit Ihnen zusammen. In diesem Sinne herzlichen Dank und einen schönen Tag Ihnen allen.